Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Sniper Ghost Warrior 3. Jawohl, ihr seht schon, ich habe meine Ausrüstung ein bisschen angepasst, verändert, was heißt angepasst. Aber ich habe hier so einen geilen Skin geschenkt bekommen. Ich glaube von irgendeiner Nebenmission. Ich weiß es nicht, es war auf einmal freigeschaltet. So, wir wollen heute mal eine Mission wieder machen. Ach guck mal, die Nebenoperation, die haben wir sowieso schon. Blockade, also ich habe schon alles hier. Alles hier schon meine Waffe Hast du erweitert, Informationen für mich? Eine neue Kategorie Ziele. Und Die so Liste weiter. der meistgesuchten. Die gefährlichsten Monster unter den Separatisten. Es geht um grausame Kriegsverbrechen. JSOC will, dass sie bei Kontakt an Ort und Stelle beseitigt werden. Was ist mit dem ICC? Das ist der amerikanische Sinn von Gerechtigkeit. Erst chasen und dann Fragen stellen. Nun ja, ich weiß schon, was die Separatisten anrichten, also habe ich keine Fragen. Folter und Tötung von Kriegsgefangenen, Vergewaltigung und Verbrennung von Zivilisten. Schrecklich. Das erste Ziel auf der Liste der meistgesuchten ist Ivan Khrushchev. Ivan Khrushchev, ja. Die Rodki-Löwen sagten, ich könnte ihn in der Siedlung finden. Die neuen Informationen lassen erkennen, dass er seinen Aufenthaltsort innerhalb des Komplexes wechselt. Er ist zutiefst paranoid und lässt sich immer von einem schweren Trupp eskortieren. Treib dich nicht herum. Schnell rein und wieder raus. Verursache so viel Schaden wie möglich und komm zurück. Mache ich. Ende. Was ist denn hier? Wow. Okay, da war jemand geil auf mich. Was ist das denn für eine Straße hier? Hä? Nee, kein Bock darauf. Mörder werden abgeschossen. Na, sieh ja erst jetzt. Was sind denn? Oh mein Gott. Ich habe sogar Bleistifte mit, falls ich mal irgendwas aufschreiben möchte. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die jetzt einen Mörserbeschuss machen. Ah, ich glaube, ich muss da erst irgendwas machen. Ich finde die Musik gerade ein bisschen sehr laut. Aber okay. Die sind da wieder reingelaufen, glaube ich, ne? In das Haus. Ich weiß es nicht. Wir hatten das ja schon mal gemacht, dieses Haus. Und dann ist uns aufgefallen, okay, da sind doch ein bisschen mehr Soldaten drin, als uns lieb ist. Und deswegen. Tada! So, jetzt machen wir mal eben. Ah, bringt das was? Bringt das nix? Alle runter! Ich finde, das bringt eigentlich so gar nichts, oder? Also, jetzt in diesem Gebiet hier sowieso nicht. Ich weiß nicht, da wird mir eine, Defensivpositionen! Diese Sniper-Position, die mir da angezeigt wird. Boah, ich finde die Musik gerade ein bisschen. Es gab auch, oder es kamen wieder neue Updates, muss man ja auch dazu sagen. Die Musik finde ich jetzt ein bisschen übertrieben gerade. Es gab ein neues Update, wo da so ein bisschen, ja, ein paar Verbesserungen gemacht.
Verbesserungen gemacht worden sind und sowas alle. Ah, guck mal, da oben haben wir eine Position. Und ich bevorzuge die da oben auf jeden Fall. Das Ding ist, ich finde diesen anderen nicht. Also die anderen, die da im Haus sind, sowieso nicht. Naja. Machen wir es einfach mal. Oh, das ist ein spezieller. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Wenn wir Bock hätten, könnten wir den schon kaputt machen. So, die sind jetzt endlich... Lassen die uns in Ruhe. Jetzt muss ich einmal mal gucken. Ja, wir müssen eh hier runter. Ich habe mir auch ein bisschen Munition zusammengebastelt, aber ich weiß nicht. Dieser kleine Zwischenfall, der war jetzt wieder so ein bisschen... Ja. Unnötig, möchte ich fast sagen. Aber ich habe einen Sniper-Punkt bekommen und das ist ziemlich cool. Ja, da sitzt auch irgendwo ein Scharfschütze drin. Der da in der Gasse, der... Na, ist egal. Warte mal, wo komme ich denn jetzt hier runter? Okay. Ui! So, wir sind drin in dem Gebiet. John, denk daran, die abgestürzte Drohne zu suchen. Ich habe dir ihren letzten Standort geschickt. Ihr GPS funktioniert noch. Besorge die Daten, bevor jemand anderes es tut. Roger, wird schwer bewacht. Wird nicht leicht sein, sich ins Gebäude zu schleichen. Versuch einen anderen Weg zu finden. Vielleicht kannst du ihn aus der Entfernung abschießen. Das Geile ist ja... Wie haben wir das denn gerade gemacht? Genau. Ist ja nur schon ein paar Tage her. Oh, warte mal. Ja. Das wäre ein unnötiger Schuss. Da ist eine Tür. Ah, hier ist ein Fenster. Einer hat irgendwas gehört von denen. Du bleibst hier liegen, ne? Ich glaube, ich musste die Treppe nach oben, ne? Frag mich, ob ich wohl Zeit für eine Kampfjacke habe. Der ist hier im Flur drin.
Ich glaube, der Scharfschütze auf der anderen Seite hat mich gesehen. Kann das sein? Ich muss hier erst im Haus hier. Die hören mit Sicherheit das Gewehr. Okay. Mit wem hat der denn geredet? Hä? Das muss doch irgendwie gehen, dass ich da runterkomme. Okay. Aha. Ich glaube, ich hab's herausgefunden endlich. Aber gut. Mit wem hat der denn geredet hier drin? Hier gab's doch gar keinen. Komisch. Na egal. Aber ihr seht, es bringt nichts, wenn man schon vorausfährt und so und das alles ganz gerne machen möchte. Das macht einfach keinen Sinn hier bei diesem Spiel. Ich sehe Cross, Jeff. Ziel bestätigt. Das ist er. Finde einen guten Platz und schalte ihn aus. Kriegen wir wohl hin. So, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwo war das doch. Der Weg ist versperrt. Es muss noch einen geben. Mein einziger Ausweg scheint der Balkon zu sein. Das gibt's ja gar nicht. Das wurde bei unserer einen Folge da, wo wir ja einfach mal hier hingegangen sind, wurde das nicht angezeigt. Das heißt also, dass es tatsächlich erst mit der Mission sichtbar wird. Aber es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn es angezeigt wird. Ganz im Gegenteil, ich finde das sogar ganz nett. So, wir haben... Oben habe ich einen klaren Ausblick über das ganze Lager. An sich haben wir jetzt keine Feinde mehr. Ich muss mal eben... Jetzt weiß ich nämlich gerade nicht mehr, wie man das alles machen konnte. Ich glaube, war das mit G, war das mit E? Ich weiß es gerade gar nicht. Es gab da so eine... Man kann ja... So, jetzt... Ja, der Erkundungsmodus, den... Ja. Ausrüstung wechseln, O. Oh. Lampe, Laser, ein, aus. Gadget. Genau. Das war das. Ja, ich muss mich immer mal wieder mal ein bisschen... hängen, genau. Ah, jetzt haben wir's. Was fährt denn hier immer? Ziel ausgeschaltet. Guter Schuss. Jetzt nichts wie weg. Oh, die meistgesuchten? Da gab es ja gerade vorhin ein Tutorial, aber... Habe ich nicht in Anspruch genommen. Ich habe die doch mal alle killen können, richtig? Ich habe richtig Bock, die alle zu töten. Also niemanden so am Leben lassen, so Zeugen, Scheiße. Ist immer Scheiße, sowas. Ne, warte mal, wir müssen mehr da hinten hin. Ich glaube, da kommen wir gar nicht mehr runter, oder? War da irgendwas? Oh, okay. Uncool. Da fährt ein Wagen tatsächlich. Einmal um den Block. Kamerad getroffen! Wir brauchen hier einen Sanitäter! Das Geile ist... Die brauchen keinen Sanitäter mehr. Wir brauchen Mörder hier! Kamerad getroffen! Das hörte sich ziemlich nah bei mir an. Schützen ausmachen! Runter! Runter jetzt! Rannte da gerade einer lang?
Auf wen? Jungs, ihr konntet mich nicht mal finden. Ziel aus dem Auge verloren. Er ist irgendwo. Es sind nur noch zwei, ganz ehrlich, es sind nur noch zwei. Was ist das? Nix. In Deckung bleiben. Ihr braucht doch gar nicht mehr in Deckung bleiben. Kommt doch einfach raus, dann haben wir es da hinter uns. Also ich weiß nicht. Kommt doch einfach. Obwohl, den einen habe ich auch nicht gesehen, aber ich glaube, es gibt wirklich keinen mehr. Ich weiß nicht, ob da noch einer Mörder steht, ich glaube aber nicht. Ah, warte mal, da ist er doch. Ja, das ist gleich Schluss mit lustig da. Der eine, der ist auch gleich weg. Was ist denn? Ich habe die Drohne gefunden. Kann jemand ihn sehen? Das wurde... Ach, das war optional. Alles klar. Ich habe eine abgestürzte Drohne entdeckt. Nehmen Sie mit. Es muss die sein, nach der wir suchen. Okay. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht an diese Drohne. Es lief ja gerade so locker flockig. Warte mal, ich glaube, wir sehen den von hier oben nicht mehr. Weil der sich da halt dahinter so versteckt. Oder kann ich irgendwie... Habe ich Granaten? Was war das denn? Jo, ich habe Granaten. Wollen wir mal mit Granaten versuchen? So einfach so ganz stumpf so da so. Was war das denn? Ernsthaft? Oh, ich mach mal meinen Kopf hoch, um zu gucken, was da war. Alles klar. Fertig. Ach ja. Wo ist der? Jetzt sag nicht, hier ist noch einer. Sei vorsichtig. Bleib in Deckung. Ja, hier ist anscheinend wirklich noch einer. Den ich noch nicht gesehen habe. Oder zwei vielleicht sogar. Nein! Ja, ich müsste, glaube ich, durch diesen Weg da hinten wieder raus. Das ist ja ätzend. Ist das dein scheiß Ernst? Ach so, ja, hier. Ja, guck. Warte mal. Wo muss ich mich denn anstellen? Hier hin? Das waren doch noch nicht alle, oder? Ich will bitte eine Säuberung durchführen. Danke. Komm, gib mal Gummi. Gib mal Gummi. Kann jemand ihn sehen? Ach, das ist bestimmt nur der eine da. In Deckung bleiben! Das sind zwar irgendwie zwei Stimmen, aber ich glaube, das ist nur einer noch. Weil das ist halt einfach Sniper Ghost Warrior. Normalerweise funkt der da mit sich selber, der eine da. Wartet mal. Ah, wir dürfen den Wagen nicht vergessen, der ja ab und zu mal rumfährt. Ich habe zwar jetzt den Schlang nicht mehr wieder gehört. Wo ist denn die Markierung hin? Von diesem einen Typen. Der müsste eigentlich... Hä? Ist er nach Hause gefahren oder was? Der ist hier nicht mehr. Mach keinen Scheiß. Der ist nach Hause gefahren. Oh mein Gott. Naja. Wie auch immer. Ist das stumpf. Hä? So, das waren die Explosivdinger, aber ich glaube... Schmerzmittel ist voll. Ja, irgendwie brauchen wir das gar nicht. Aber gut, heute ist ja eh nichts passiert. Bin ich übrigens ganz froh drüber. Ich weiß auch nicht, was in diesen letzten Updates, was da jetzt erneuert worden ist oder so. Keine Ahnung, kann ich echt nicht sagen. Handelswaren. Handelswaren sind immer gut. Die braucht man immer mal wieder. Man hört auch keine Funkgespräche. Jetzt ist der Typ tatsächlich einfach mal so nach Hause gegangen. So nach dem Motto, ach nö, kein Bock mehr. Ich bin ja jetzt eh alleine. Funk mit mir sogar selber alleine. Benutzt auch noch verschiedene Namen und verschiedene Stimmen. Keiner redet mit mir so wirklich. Da werden mir sogar die Mörserstellungen angezeigt, aber ich kann damit gar nichts machen. Das ist einfach göttlich. So, das kann einfach nur explodieren, das war's.
Also das ist echt, ja, legendär. Schade, ich hätte den einen jetzt noch ganz gerne gewollt. Aber ist ja egal, wir haben sogar ein bisschen wieder was freigeschaltet. Da liegen Granaten rum. Kann man nicht mehr tragen. Das finde ich aber interessant, das wird jetzt gar nicht auf der Karte angezeigt. Oh, das war die Special-Einheit. Die war so special. Achso, das ist einfach nur, genau, ein Versteck war das. Ich muss jetzt echt mal wieder reinfinden, weil ich habe die ganze Zeit, war ich hier am Ark zocken. Ihr könnt euch sicherlich denken, was auf jeden Fall noch so kommt. An nächsten Videos und alles und so. Ach, da ist sogar noch ein Fragezeichen da ganz hinten. Warte mal, das ist ein Feuer, das ist klar. Ach nee, das ist doch kein Feuer, das war explosive Teile. Warte mal, wir haben hier noch ein paar Pocahontas. Und oben gibt es noch mal ein Special-Ding. Was ist das denn? Das sah so special aus. Ach ja, hier war ja die tolle Badewanne. Aha, anscheinend gibt es die Handelswaren, die wir beim letzten Mal schon gefunden haben, gibt es einfach noch mal wieder. Also, okay. Hä? Direkt die SV-98 eingesammelt. Aber was ist hier los? Schön mit den Kerzen. Erinnert mich so ein bisschen an Nessa. Wer Nessa noch nicht gesehen hat, auf meinem Kanal einfach mal nach Nessa suchen. Ach, hier liegt er, ja. Ich muss schnellstens hier weg. Hatte der nur eine Shotgun? Ernsthaft? Ist es ein Scheiß Ernst? Weil die habe ich ja schon gefunden. Das ist ja voll langweilig. Tja. Oh, hier liegt ein Portemonnaie. Ach, das lag da hinten irgendwo, ne? Ja. Guck, ich kenne mich hier noch voll aus. Komm, dann gehen wir einfach mal wieder runter. Ich habe oft gesehen, auf der anderen Seite gibt es ein Fragezeichen. Ich habe eine Errungenschaft übrigens. Weil ich bin ja voll der Errungenschaftenjäger. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht wofür, ehrlich gesagt. Warte mal, hier vorne. Ja, hier vorne liegt ja auch einer noch im Wasser. Stimmt ja. Hm. Immer diese Wasserratten. Das müssen wir eben mal... Da liegt ein bisschen mehr Stoff hier. Hier liegt Stoff. Ah ne, den haben wir ja schon. Den haben wir auch schon. Das muss hier oben liegen. Ach so. Ach, ganz oben liegt auch nochmal was. Warte mal. Hallo? Ach, da kamen wir doch schon letztens nicht drauf. Und ganz ehrlich, liebe Leute, ich gehe davon aus, dass das, was wir hier suchen, verbuggt ist. Ohne Witz. Das muss verbuggt sein. Weil ich finde das nicht. Es muss ja hier irgendwo einen Hinweis geben, den ich ja mit dem Erkundungsmodus eigentlich sehen müsste. Und ich glaube, das war sowieso auf zwei Etagen verteilt. Aber ich sehe einfach auch gar nichts. Da drin ist auch nichts, was einem irgendwie... Guck mal, hier sind... Ah ja, da hört man die Teile, okay, die mechanischen Teile. Hier gibt es wirklich zwei Sachen noch. Einmal irgendwas Ungeklärtes. Weiß nicht, ein Mord oder so. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie man das finden sollte, ehrlich gesagt. Also ich bin ein bisschen... ja, ich bin ein bisschen überfragt. Ah ja, da kann ich rauskommen, genau. Und oben liegt auch noch was. Das zeigt ja der Pfeil an. Aber hier muss ja irgendwo was sein. Nö, hier ist aber nichts. Das ist voll nervig. Und wenn ich jetzt nämlich rausgehe, beziehungsweise wenn ich nach oben gehe... Also ich glaube nicht, dass ich jetzt hier noch irgendwo klettere. Dann ist es weg. Aber hier oben gibt's noch was. Ach, ich glaube, ach, das war eine mechanische Teile, glaube ich. Hä? Wieder einer unten gehen? Hä? Das war auch gerade auf der Höhe? Was ist denn da los? Ach,
warte mal. Da wird bestimmt das hier gemeint, oder? Ach, hier. Ja, ja. Okay. Ja. It's from the bong. Ja, also, nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären, was das sein soll. Ja gut, ich könnte jetzt hier hängen. Die Frage ist nur, ob das der Sinn des Spiels ist, hier rumzuhängen. Nee, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären, was das sein soll. Das ist echt so. Das ist echt so ungelöst, das Problem. Das muss ja eigentlich irgendwas sein. Das sind ja zwei Sachen. Aber ich weiß nicht, was das eine Symbol heißt. Und ja. Keine Ahnung. So, wir sind hier durch. Haben zwar ein Geheimnis nicht erkunden können. Aufgrund dessen, weil es... Ich sag einfach, weil es verbuggt ist. Weil es wird da auf eine Etage angezeigt, ganz ehrlich. Da kommen wir hin, da kommen wir rein und... Huh! Genau. Guck, da sind wir schon. Das ist die Etage. Vielleicht... Was? Errungenschaft freigeschaltet. Katzenkiller. Sammelstück gefunden. Dünne Armbänder. Ist es dein Scheiß Ernst? Ach, Mann, ey. Okay. Hab alles. Ich geh da mal wieder. Dafür muss man zwei Symbole verwenden und dann sind die noch nicht mal irgendwie übereinander oder so. Sondern sind die so nebeneinander, dass man denkt, okay, hier sind irgendwie zwei Sachen, die ich noch nicht gefunden habe. Ja. Ich gehe jetzt einfach. Ich habe die Schnauze voll davon. Ohne Witz. Ich habe die Schnauze voll. Boah, hoffentlich komme ich hier auch wieder weg. Ich sehe es gleich kommen. Gleich komme ich nicht weg, laufe dann nochmal voll rein und dann sind da wieder die ganzen NPCs gespawnt. Bei meinem Glück. Oh, ich habe wieder voll was freigeschaltet. Boah, Missionserfolg, das ist ja unglaublich, das ist ja richtig krass. Sniper-Präzision 93%, Kopfschüsse 16, längster Schuss 264, ein Alarm habe ich ausgelöst, Tötungen 19, das ist doch cool. Hey John, du bist fast zu gut dafür. Danke, oder so. Nein, im Ernst, die Separatisten sind von deiner Effizienz erschrocken. Sie wissen mittlerweile, dass ein neuer Schütze in der Stadt ist. Bin mir aber nicht sicher, ob sie deinen Namen kennen. Jayhawk hat Unterhaltungen über dich gehört. Du erarbeitest dir einen ordentlichen Ruf. Wir konnten der Unterhaltung entnehmen, dass es ein Satellitenkommunikationsgebäude in den Bergen gibt. Herrje, wenn wir uns da reinhacken könnten, hätten wir die Separatisten im Griff. Ganz genau, Mary. Und Jayhawk kriegt ihre Informationen. Warte auf Weiteres. Ende. Ich warte mal auf Weiteres. Ich verstehe gerade diesen Berg hier nur nicht. Hä? I don't understand this hill. Help me. Ach nee, hä? Ich hab keine Ahnung, ich geh einfach mal hier so. Geh doch da hoch, Mann! Oh, ernsthaft, ey, ist das dein Scheiß ernst? So, okay. Ich könnte einfach auch den Erkundungsmodus machen, dann wüsste ich ganz genau, wo ich hingreifen müsste. Aber eigentlich sieht man das ja. Das ist auch geil, wo man so ein bisschen so unter der Karte guckt hier, unter diesen ganzen Dreck hier. Und man kommt einfach nicht hoch, das ist auch geil. Ja. Was machst du denn da? Oh mein Gott, ey. Krieg gleich einen Anfall. So,
Wir sind auf dem richtigen Weg. Ach ja, hier ist, geht das ja zu dieser kaputten Straße und zu diesem einen Posten und. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Komme ich da mit dem Auto wohl durch? Muss. Ne? Muss. Oder gibt es hier vielleicht noch ein Sammlerstück oder sowas? Hier liegt so ein komisches Auto. Ne. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ist ja auch schon spät genug, ne? So, und darum würde ich sagen, bis dahin. Ciao, ciao.